Willkommen zurück. Hier hole ich euch wieder ab. Natürlich habe ich mich keinen einzigen Schritt bewegt. Ich finde es ganz spannend, dass man im Hintergrund noch so ein bisschen die Leute aus dem Berg hört. Hier sind wir gerade durchgekommen. Dahinter steht unser Stamm und wartet. Du bist also drin. Ich dachte mir schon, dass du dich meldest. Sollen wir anfangen? Ich habe nie aufgehört. Das ist also Eluthia. Hier wurde ich geboren. Hier wurdest du gemacht. Wie jetzt? Guck mal. Sind also künstliche Gebärmütter? Die Mütter einer neuen Generation, hunderte von Jahren alt. Und ich? Und wir? Hallo? Hier war es also. Hier wurdest du geboren. Aber warum? Da kommen wir her, aus dem Ding. Hallo. Nicht sehr mütterlich. Kinderkrippe. Ich öffne jetzt mal spaßeshalber diese Datei. Ich will jetzt mal wissen, ob uns das irgendwas, ob wir hier irgendwas verpassen. Kinderkrippe. Tja, da steht nicht so viel. Aufgabenzuteilung, Aufzuchtphase abgeschlossen. Nährstoffspeicher leer, okay. Ja, das war jetzt nicht so aufschlussreich. Was ist hier? Das sieht aus wie Kinderwiegen. Die Wiegen der Ursprungsanlage. Diese Dinger, die Multiservitoren. Sie haben sich um sie gekümmert? Es war niemand anders da. Wahnsinn. Und wo sind die anderen Kinder? Oder... Nee, die anderen Nora sind ja nicht hier aus dem Berg gekommen. Wo sind denn die anderen alle? Aloy kann doch nicht die Einzige sein. Der Tag ist jetzt vorbei. Du meinst, das Licht geht aus. Ich will nicht ins Bett, Mutter. Ich weiß, aber ihr müsst euch jetzt ausruhen. Ich nicht! Ich bin der König! Was ich sage, gilt! Ich will die Sonne sehen! Nicht nur Licht und Bilder! Alles zur Zeit, Kinder. Zur Zeit! 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 Ist klar. Reizend. Reizende kleine Kinderbestien. Was ist hier?
des Himmels. Weiß ist die Farbe der Wolken. Gelb ist die Farbe der Sonne. Grün ist die Farbe vom Gras. Blumen haben alle Farben. Sieh mal her. Bienen sind gelb und schwarz und sie lieben Blumen. Und sie kommen. Was für ein Chaos. Alles ist kaputt oder beschmiert. Wie lange haben sie hier gelebt? Kinder, jetzt lauft und springt und tobt euch aus. Lass uns in Ruhe, Vater. Nach dem, was passiert ist, kann ich das leider nicht tun. Ihr habt gegen die Regeln verstoßen. Dann lass uns reden. Verschwinde! Tut mir leid, Kinder, aber ich muss euch beaufsichtigen. Du bist doch nicht mal ein Mensch! Du klingst frustriert. Jetzt lauft und springt und tobt euch aus. Oh Gott, das ist ja grauenvoll. Aber das erklärt nicht meine Frage. Wo sind die anderen? Lauft und springt und tobt euch aus. Guck mal, hier ist eine Kita oder so. Oh Gott. Das ist trist. Wir wissen es nicht. Los, kommt, wir gehen! Ich weiß nicht. Mutter, können wir zurück, wenn uns kalt ist? Tut mir leid, aber das ist nicht möglich. Ihr müsst euch jetzt selber helfen und einander unterstützen. Was passiert mit dir? Ich bleibe hier und schlafe und denke an euch alle. Was passiert mit uns? Ihr seid tapfer und werdet lernen. What? Okay, irgendwann, ab irgendeinem Punkt, wurden die also einfach nach draußen gesetzt und haben quasi dann die ersten Menschen geformt, oder was? Das ist ja krass. Eines Tages? Das sagst du uns jedes Mal. Wir wollen jetzt. Da ist viel Platz. Jetzt, Vater. Kinder, der Bereich ist noch nicht verfügbar. Auf ihn! Physische Aggression festgestellt. Physische Aggression ist nicht gestattet. Außer deiner. Verdammte Wächter! Kinder, wird meine Hilfe benötigt? Geh weg, Heilerin! Lena, du hast eine leichte Prellung. Verschwinde! Sie waren hier gefangen. Ihr ganzes Leben lang. Diese Tür haben sie anscheinend nicht sehr gemocht. Sie hat sich nicht für sie geöffnet. Natürlich haben sie sie gehasst. Boah, das ist ja gruselig. Wie in so einem Horrorfilm. Identiscan wird durchgeführt. Genetische Identität bestätigt. Ausgang autorisiert. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte treten Sie durch. Willkommen im Lyzeum, einem Ort des Lernens. Was war das hier genau? Der Traum von Apollo, der nie wahr wurde. Aber warum nicht? Ich laufe hier einmal rum. Ich will auch wissen, wieso nicht. Hallo, mein Kind. Mein Name ist Samina. Heute ist ein großer Tag. Willkommen, dein erster Schultag. Bitte nehmt es gibt so viel zu entdecken. So viel Neues. Direkt so viele Möglichkeiten. Ich musste überall herumwühlen, um Fokusse zum Reparieren zu finden. Und hier lag ein Schatz, der niemandem nützte. Okay, das waren jetzt drei Informatoren auf einmal. Tut mir leid.
Ich konnte das so schnell auch nicht abstellen. Falls es euch tröstet, ich habe auch nichts verstanden. Hallo, mein Kind. Mein Name ist Samina. Hä? Heute ist ein großer Tag. Da waren wir doch eben schon. Erster Schultag. Es gibt so viel zu entdecken. So viel Neues. So viele Möglichkeiten. Fehlfunktion. Apollo offline. Hallo, mein Kind. Mein Name ist Samina. Aha. Heute ist ein großer Tag. Dein erster Schultag. Es gibt so viel zu entdecken. So viel Neues. So viele Möglichkeiten. Fehlfunktion. Apollo offline. Abgefahren. Also es ist immer dieser Lehrer und dann kommt immer die Fehlfunktionskiste. Klingt wichtig. Elizabeth, es ist zu einer unvorhergesehenen und katastrophalen Anomalie gekommen. Vor 3 Mikrosekunden wurden Daten unbekannten Ursprungs an die Gaia-Prime-Anlage übertragen. Dadurch kam es zur Umwandlung meiner untergeordneten Funktionen in ungeregelte, selbstbewusste Einheiten von sehr chaotischer Natur. Was? Die Hades-Funktion ist aktiviert und wird jetzt das Terraforming-System kontrollieren. Mit umgekehrtem Ziel. Das Aussterben erfolgt innerhalb von 53,8 Tagen. Aus offensichtlichen Gründen muss ich dem Einhalt gebieten. Bevor Hades die Kontrolle übernimmt, weise ich den Gaia-Prime-Reaktor an, zu überladen. Die resultierende Explosion zerstört Hades. Allerdings wird sie zugleich auch mich zerstören. Diese verzweifelte Maßnahme wird die unmittelbare Krise zwar abwenden, doch das Leben auf der Erde bleibt in hohem Maß gefährdet. Ohne übergeordnete Intelligenz zur Steuerung des Terraforming-Systems werden zwar weiterhin Prozesse ausgeführt, aber mit der Zeit immer unstrukturierter, bis das System zusammenbricht. Meint sie damit die Störung? Du bist meine Lösung. Ich habe diese Ursprungsanlage angewiesen, aus eingefrorenem Genmaterial eine neue, zweite Instanz von Elizabeth Sobeck zu erschaffen. Meiner Schöpferin. Während mir die Richtlinien die direkte Kommunikation mit den Stämmen außerhalb der Anlage strengstens untersagen, weisen alle verfügbaren Daten darauf hin, dass sie dich bis zur Reife großziehen werden. Worauf dir dein Genabdruck Zugang zu dieser Anlage verschaffen wird. Bis du dir mit einem der unten gelagerten Fokusse diese Nachricht ansiehst. Dein genetischer Abdruck gewährt dir auch Zugang zu anderen Anlagen. Wo du später mit ihren Technologien den Systemkern neu aufbaust und Gaia neu startest. Ein Moment, Elizabeth. Dies ist äußerst unerfreulich und unerwartet. Als Reaktion auf meine Selbstzerstörung hat Hades einen Virus freigesetzt, der die Codesperre aufspringt, die ihn, die alle von ihnen, halten soll. Er, sie sind auf der Flucht. Aber wohin? Der Virus beschädigt Daten im gesamten System. Wenn... Oh! Die Alpha Registry der Ursprungsanlage wurde ebenfalls beschädigt. Doch in diesem Fall wird sich die Tür nie für dich öffnen. Du wirst die Nachricht niemals sehen. Ich habe versagt. Das Leben wird enden. Nein. Nein, Elizabeth, ich kenne dich zu gut. Ich weiß, du wirst einen Weg finden. Durch dich wird alles möglich. Geh zu den Ruinen von Gaia Prime. Finde den Kontrollraum und darin die Masterüberbrückung. Sie wird dir die Macht geben, Hades zu löschen, sofern du diese Macht einsetzen kannst. Versuche nicht, den Systemkern zu reparieren, bevor Hades beseitigt ist. Hades muss zerstört werden. Das ist alles. Ich möchte nur noch einmal deine Stimme hören.
So. Du bist noch außergewöhnlicher, als ich dachte. Ich hatte nie eine Mutter. Was redest du denn da? Du hattest zwei, eine Tote und eine Maschine. Ich bin kein Mensch. Nur ein Instrument. Hergestellt von einer Maschine. Geboren in Feuer und Zerstörung. Um das Feuer zu löschen und die Welt zu heilen. Wie tragisch, du bist eine Person von äußerster Wichtigkeit. Du hast wohl ein Schicksal zu erfüllen. Wenn du mit dem Selbstmitleid fertig bist, reise zur Bitterklamm. Ich werde dort in Gaia Primes Ruinen warten. Oh Mann. Das ist ganz schön krass, oder? Und auch total schön. Also diese ganze Darstellung von Gaia, das war ja der Oberhammer. Mit den kleinen Fischen und den Schmetterlingen, die noch um sie rum geschwommen sind und so. Also gut, Aloy ist Dr. Sobek, quasi ein Klon oder so. Und wir brauchen jetzt die Master-Überschreibung, um Hades endgültig besiegen zu können. Identity-Scan Fehlfunktion korrigiert. Eluthia 9, Route 1, Zugriff freigeschaltet. Haha. Okay. Nee, runter, wa? Sorry. Die kleine Steuerungsprobleme. So. Was denn jetzt? Hoch oder runter? Ah, hier sind wir, okay. Das ist bestimmt interessant. Aloy, vergib mir! Vergib mir! Die Göttin sprach zu dir? Das stimmt. Was hat sie gesagt? Dass ich geboren wurde, um einen Fluch zu brechen, den Metalldämon töten. Wie, Aloy? Wie? Ich weiß es nicht. Aber sie sagte mir, wo ich es erfahre. Und wirst du es tun? Es war ihr Wunsch. Sie erschuf mich dafür. Ja, ich werde es tun. Ich versuch's zumindest. Gelobt sei Aloy, Gesalbte der Nora! Gelobt sei Aloy, Gesalbte der Nora! Stopp! Gelobt sei Aloy, Gesalbte der Nora! Er ist Ausgestoßene! Jetzt das? Ich will nicht verehrt werden! Ich bin nicht die Gesalbte. Ich gehöre nicht zu euch. Es gibt eine ganze Welt, die hinter euren Grenzen liegt. Stämme, die genauso gut sind wie ihr. Und sie sind alle in Gefahr. Es lohnt sich, für sie zu kämpfen. Nicht nur hier. Überall. Wie können wir helfen? Wenn ihr kämpfen könnt und wollt, geht nach Meridian und wartet auf mich. Wie Aloy sagt, so soll es auch sein. Nora, macht Platz! Macht Platz, auf dass sie den Weg bahnt, dem andere folgen werden.
Puh. Sie ist es. Sie ist es. Eieieiei. Göttin, beschütze sie, damit sie die Verderbnis ausmerzen kann, die dieses Land befallen hat. Na dann, auf geht's. Den Berg gesetzt. Sie ist die Gesalbte. Ich nehme ihn nur ein ganz kleines Stück mit, okay? Nur bis zum Feuer. Ja, ich habe vielleicht eine ganz kleine Affinität zu großen Waffen. Ganz klein. Ich gehe nur bis zum Feuer, versprochen. Hier draußen wird es nicht wärmer. Wenn ich ein Tier, so ein Metalltier sehe, dann zerlege ich es vielleicht damit. Könnte ja sein, dass hier noch eins rumstromert. Nee, tut's aber leider nicht. Menno. Das wäre irgendwie cool, wenn man diese großen Waffen irgendwo bunkern könnte oder mitnehmen könnte oder so. Okay, ich schieße jetzt auf irgendwas. Da. Tja, nachdem auch das niemand mitbekommen hat. Nee, da ist ein Händler. Lege ich es jetzt hier hin. Gut. Speichern. Ich gehe nochmal eben unsere Schatzkiste abholen. Hey, wieso kriege ich hier keine? Diese Händlerin war doch vorher nicht da. Ach, das ist doch gemein. Ja, genau. Du mich auch, Menno. Ganz toll wäre auch, wenn man diese Waffen verkaufen könnte, ne? Echt cool. Na gut, Hauptquest abgeschlossen. Was bleibt uns zu tun? Hauptquest, der gefallene Berg. Nebenquest, auf in die Wildnis. Wir sind ja schon Stufe... Fallene Berg. Auf in die eigene eisige, Herrgott. Und altes Waffenlager. Genau, die würde ich jetzt eigentlich gerne mal abschließen, so langsam. Aber uns fehlt noch immer eine Energiezelle. Das weiß ich, weil ich diesen Quest schon gemacht habe. In meinem Leben, vor diesem Leben. Ja, ansonsten haben wir keine Aufträge mehr. Das heißt, das ist unsere Quest. Dann würde ich sagen, ihr Lieben, sehen wir uns beim nächsten Mal auf dem Weg zum gefallenen Berg. Ich freue mich auf euch. Bis dann.